Herr Innenminister, Finanzminister Lindner hat ja fürs kommende Jahr weniger Geld eingeplant als noch im vergangenen Jahr für den Katastrophenschutz. Wie erklären Sie sich das? Für mich ist das völlig unverständlich. Nach der Katastrophe im Ahrtal und anderen Ländern im vergangenen Jahr, nach den Problemen mit der Corona-Pandemie, jetzt aktuell die vielen Waldbrände wieder in Deutschland. Wir sehen, die Gefahr solcher auch Naturkatastrophen wird immer größer. Und nach der Katastrophe im Ahrtal haben alle politischen Kräfte in Deutschland gesagt, wir müssen jetzt mehr für den Katastrophenschutz tun. Und jetzt kürzt die Bundesregierung die Mittel. Ich kann das nicht verstehen und ich appelliere wirklich an den Bundestag, wenn er nächste Woche mit den Beratungen des Bundeshaushalts beginnt, da muss auf jeden Fall mehr Geld für den Katastrophenschutz bereitgestellt werden. Jetzt hieß es aus dem Bundesinnenministerium, dass Konjunkturprogramme ausgelaufen sind, die von 2020 bis 2022 gelaufen sind. Und da war eben dieses Geld eingeplant. Jetzt müsste man das aufschnüren, müsste neu überlegen. Die FDP wiederum sagt, man müsste das Grundgesetz ändern für mehr Katastrophenschutz. Wer hat da geschlafen? Nun, es macht wenig Sinn, jetzt über Grundgesetzänderungen zu reden. Wir müssen etwas konkret tun. Das sind Bund und Länder in der Verpflichtung. Wir haben uns ja bei der letzten Innenministerkonferenz entschlossen, das gemeinsame Kompetenzzentrum hier in Bonn zu errichten, um die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, zwischen allen Ländern untereinander entsprechend noch besser zu organisieren. Da tun wir Länder auch was, aber der Bund muss natürlich auch was tun. Und da waren wir uns auch bei der letzten Innenministerkonferenz einig. Wir haben eigentlich die Erwartung an den Bund, dass so wie er 100 Milliarden für die Bundeswehr zur Verfügung stellen will in den nächsten Jahren, wenigstens 10 Milliarden über die nächsten 10 Jahre verteilt für das Thema des Zivilschutzes und des Katastrophenschutzes zur Verfügung gestellt werden sollte. Da muss jedenfalls jetzt mal begonnen werden. Ich denke zum Beispiel an den Ausbau des Sirenennetzes in Deutschland. Wir müssen die Bevölkerung wieder schneller warnen können. Auch das ist eine Schlussfolgerung aus der Katastrophe im Ahrtal. Und da muss jetzt konkret was geschehen. Der Bund ist nicht allein in der Pflicht, die Länder auch. Aber der Bund kann jetzt nicht die Mittel kürzen, sondern es muss was draufgelegt werden. Ich wollte nur darauf hinaus, es war ja Ihr Parteikollege Horst Seehofer, der in der vergangenen Legislatur eben Innenminister war und der offenbar nicht ganz so vorausschauend war, auch im Hinblick auf die zukünftigen Ausgaben. Diese Mittelaufstockungen in den Jahren 2021 und 2022, die sind ja noch von Seehofer veranlasst worden. Und die neue Ampelkoalition hatte ja unmittelbar nach Beginn, nach Abschluss des Koalitionsvertrages im letzten Herbst ausdrücklich angekündigt, es solle jetzt auch für den Katastrophenschutz mehr getan werden. Also da war damals jedenfalls von einer Kürzung der Mittel im Vergleich zu dem, was noch unter Seehofer gestaltet wurde, nicht die Rede. Also ich verstehe das nicht. Ich glaube, wir erwarten allerseits parteiübergreifend und seitens der Länder, dass der Bund da jetzt mehr tut. Und klar ist umgekehrt, sage ich auch, wir Länder müssen auch was tun. Jetzt haben Sie sich diese Behörde in Bonn hier angeguckt. Welchen Eindruck haben Sie gewonnen heute? Dieses neue gemeinsame Kompetenzzentrum der Länder ist im Aufwachsen. Wir haben es am 2. Juni, am 1. Juni den Vertrag unterschrieben und jetzt geht das entsprechend voran. Man merkt, der Bund hat die Räumlichkeiten perfekt geschaffen, die technische Ausstattung ist soweit da. Ich gehe davon aus, dass bis November dann alle Bundesländer auch für die entsprechenden Mitarbeiter entsenden, sodass dann das voll arbeiten kann. Es hat jetzt das Bundesamt bereits mit einem entsprechenden bundesweiten Lagebild begonnen, das zusammen mit den Ländern erarbeitet wird jetzt jede Woche. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich denke, diese Arbeit müssen wir jetzt weiter ausbauen, perfektionieren und dafür sorgen, dass im Fall einer echten Katastrophe dann wirklich optimal zusammengearbeitet wird. Erstens schon bei der Warnung der Bevölkerung, aber dann auch in der Alarmierung der bestmöglichen Einsatzkräfte. Da wollte ich gerne noch mal nachfragen, was konkret wünschen Sie sich dann aus Sicht der Länder vom Bund? Was soll der an Gesetzen möglicherweise oder auch an Bestimmungen konkret einführen, damit der Katastrophenschutz verbessert wird? Erster Schritt ist vor allen Dingen jetzt, wir müssen die Warnmöglichkeiten für die Bevölkerung verbessern. Wir haben elektronische Möglichkeiten wie verschiedene Warn-Apps wie Katwarn und Nina und so weiter. Aber wir wissen auch das Thema Ahrtal.
Nachts um zwei gibt es viele Menschen, die einfach schlafen und nicht schauen, was gerade an neueste Meldungen auf dem Handy reingekommen ist. Und da hilft dann nichts anderes als ganz klassisch mit Sirenengeheul im wahrsten Sinne des Wortes die Menschen aus dem Schlaf zu schrecken. Und das brauchen wir jetzt wieder flächendeckend. Wir hatten mal eine längere Phase, wo wir gedacht haben, es passiert nichts mehr in Deutschland, brauchen wir alles nicht mehr. Nein, das muss flächendeckend ausgebaut werden. Der Bund hat vor zwei Jahren mit einem kleinen Förderprogramm begonnen. Das ist aber völlig ausgeschöpft. Und wir brauchen noch Tausende von Sirenen in Deutschland. Da muss jetzt entsprechend mehr geschehen, ganz konkret. Es muss dann die Fahrzeugausstattung weiter verbessert werden. Da müssen konkrete Angebote vom Bund kommen. Das sind manche Auslieferungen jetzt auch Corona-bedingt zum Teil oder wegen der technischen Lieferschwierigkeiten weltweit im Rückstand. Aber da muss dran gearbeitet werden und da muss entsprechend auch Geld locker gemacht werden. Herr Innenminister, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute. Dankeschön.